Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie man die Victoria mit Hilfe der Armaturen zusammenbaut. Das sind die Teile, welche Sie für den Kopf brauchen. Das große Teil kommt in den Kopf selber. Danach setzt man den Kopf auf den Rumpf. Das schmalere Teil setzt man in den Rumpf. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Über die Hilfe schiebt man das Verlängerungsstück, auf dem dann der Haken gespannt wird, mit dem Gummi. Es ist sehr einfach. Es sieht nicht nur schwer aus, aber es ist wirklich einfach. Man schiebt das drüber und zieht einfach die Hilfe hoch und hat in dem Moment auch den Gummi gespannt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich denke, das kann man sehr gut sehen. Das sind die Teile, die Sie brauchen, um die Arme an den Rumpf zu binden. Sie müssen es etwas zusammenbiegen. Ich habe es so gemacht, ich habe erst das Metallstück eingesteckt. Und danach das Kunststoff. Es geht ein bisschen schwerer rein, aber es soll ja auch schließlich halten. Nun machen wir das mit dem anderen Arm genauso. Wie Sie sehen, es ist sehr stabil drin. Jetzt können Sie den Arm, wo der Gummi rausguckt, einbauen. Und wie man sehen kann, wenn man die Puppe sehr gut füllt und nicht diese Konverter hätte, dann würde der Arm wahrscheinlich gar nicht so lange und gut halten. Der Gummi wird hier durchgezogen. Dafür haben wir diese Verlängerungshilfe, sage ich jetzt mal dazu. Man greift einfach den Gummi
können auch mit der Hand reingehen und den Gummi in den Haken einfügen. Zieht den Gummi. Durch diese Röhre. So. Und nun brauchen Sie nur noch den Arm ganz normal in den Rumpf noch einfügen. So. Um es zu veranschaulichen, ich hoffe, man kann das sehen. So sieht es von innen drin aus. Dasselbe, was bei den Armen gemacht wurde, müssen wir auch bei den Beinen machen. Das sind die Teile, welche als Konverter in die Beine kommen. Man kann das mit dem Metall wieder separat reinmachen. Wenn Sie sich leichter tun wollen. Vergewissern Sie sich auch wirklich, dass das auch wirklich fest sitzt. So. So muss es dann aussehen. Und hier passiert wieder dasselbe, dass man den Gummi mit Hilfe dieser Verlängerung durch das Röhrchen zieht. So wird es dann im Körper eingebaut. Das heißt, die schmale Seite muss dann nach unten zeigen, damit es auch wirklich passt. So, nun sind wir so weit, dass wir auch die Beine einbauen können. Ne? Ich habe vorher den Körper gefüllt mit schwerer Füllwatte. Und wenn man möchte, kann man ein leichtes Gewicht beim Bauch geben, in der Mitte, aber man sollte nicht zu viel geben, weil ich habe es getestet und ich finde es nicht so angenehm. Viel schöner ist es, wenn es halt sich auch so gut anfasst. Ich habe schwere Fiberfüll verwendet und in einem Beutelchen Vinylgranulat. Softgranulat würde ich abraten, das wäre nicht so gut für das Vinyl. Jetzt können wir, hier sollte man ein bisschen Platz lassen noch. Dann kann man das eine Bein schon einarbeiten. So. Dann macht man dasselbe. Man zieht den Gummi durch das Röhrchen.
Und ich habe dann anschließend so gemacht, bevor ich das andere Bein festmache, fülle ich das noch, den Hohlraum, mit etwas Füllwatte aus. Bevor ich das Bein einfüge, gucke ich noch mal, wenn ein bisschen Luft ist. Und dann füge ich meistens auch noch Füllwatte mit rein. Das ist natürlich machbar, da dieses Vinyl ja halt wirklich sehr soft weich ist und soll einen schönen runden Popo geben, ne? Sie können sich auch einen Pinselstiel zur Hilfe nehmen. Normalerweise mache ich das damit auch, weil es geht schneller und ist auch leichter. So. Nun braucht man das Bein auch bloß wieder einfügen, so wie man es bei Vollvinylpuppen kennt. Und wie man sehen kann, kleine Maus fertig. Man kann die Arme schön bewegen. Man muss es sich noch ein bisschen zurechtformen. Und hier nochmal als Zeichen. Es ist wirklich ein sehr flexibles, wunderschönes Vinyl. Egal mit welcher Hand Sie das machen. Wirklich soft. So. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, dass ihr wisst, wie man so ein Püppchen zusammenbaut.